So, ich glaube, wir können dann anfangen. Ich will euch was dazu erzählen, wie Krypto funktioniert von dem Ton. Ich habe das Gefühl, es halt furchtbar. Okay, dann ist das nur für mich hier vorne. Also, ich will euch etwas darüber erzählen, wie Kryptographie und Komplexitätstheorie zusammenhängt. Also Titel irgendwie P versus NP, was die meisten von euch wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört haben. Und dann halt Zusammenhang zur Kryptographie. Ich werde es auch alles nochmal definieren. Ja, und eine andere Sichtweise darauf ist, dass das Ganze ein bisschen eine Einführung in die Komplexitätstheorie aus der Sicht eines Kryptografen ist. Und ja, also ich werde ein paar allgemeine Dinge erzählen und P und NP definieren und dann mir mal angucken oder uns mal angucken, was genau in den Fällen eigentlich passiert, wenn P gleich NP oder wenn P ungleich NP ist. Die klassische Kryptographie hat letztendlich so funktioniert, dass man versucht hat, irgendwie ein sicheres Verfahren zu bauen. Und man hat das immer wieder versucht und dann gehofft, dass es irgendwann sicher ist. Und klassisch heißt hier deutlich länger als irgendwie nur die Cäsar-Schrift drin. Das geht bis in die 70er Jahre hinein. Ja, da ist ein Problem. Existiert ein Problem, das hat Bruce Schneier mal ganz schön formuliert. Anyone from the most clueless amateurs to the best cryptographer can create an algorithm that he himself can't break. Das heißt, man kann immer wieder was bauen, wo man denkt, dass das Ganze sicher ist, aber es kann jederzeit am nächsten Tag jemand vorbeikommen und sagen, so kann man das aber doch angreifen und das ist keine gute Voraussetzung für Kryptographie. Es hat einigermaßen funktioniert bei den symmetrischen Primitiven, aber spätestens seitdem es dann mehr um asymmetrische Primitive, wie zum Beispiel in RSA geht, die auch noch zusätzlich eine sehr starke mathematische Struktur haben und dadurch Angriffe tendenziell vereinfachen oder es auch vereinfachen, dass man doch irgendwann etwas findet, was das Ganze angreifen kann. Sorgt dafür, dass das nicht mehr wirklich ein gangbarer Weg ist. Deshalb will man dann beweisbare Kryptographie. Eine Möglichkeit zu sagen, wir beweisen unsere Kryptographie, ist zu sagen, Angriffe sollen unmöglich sein. Das schränkt uns leider sehr ein, was die Kryptographie angeht. Das Ganze nennt sich dann informationstheoretische Kryptographie. Es gibt ein paar Anwendungsfälle, wie zum Beispiel ein One-Time-Pad, wobei man das wirklich in kaum einem Fall verwenden will, oder sowas wie Shamir Secret Sharing, wo man eine Nachricht zwischen verschiedenen Parteien aufteilen kann und dann können ein Unterteil dieser Gruppe die Nachricht wieder zurückgenerieren, aber es müssen eine bestimmte Anzahl von Menschen dabei sein. Insofern ja, aber insgesamt sind es kaum Anwendungen. Deshalb müssen wir es dabei belassen, dass es nur schwierig für den Angreifer ist. Also zum Beispiel, er kann nicht mehr als einfach den Key raten. Er kann immer noch alle Keys durchprobieren und irgendwann wird er den richtigen finden. Aber im Zweifel wird das bis zum Ende des Universums dauern. Aber dann ist natürlich die Frage, was bedeutet schwierig? Ich fange erstmal damit an, was einfach bedeutet, um dann zum Fall zu kommen, was schwierig ist, da das etwas einfacher ist. Wenn wir einfache Probleme uns angucken, wollen wir nicht, dass irgendwie ein konkretes Problem einfach ist, da das Ganze dann von der aktuellen Laufzeit und Geschwindigkeit von Rechnern abhängig ist, sondern wir wollen, dass das Ganze abhängig von einem Parameter für beliebig große Parameter einfach ist. Also letztendlich, dass die Entwicklung in einer gewissen Weise einfach ist. Beispielsweise könnte man das dann abhängig von einer Schlüsselgröße machen. Und wenn halt die Rechner wieder schneller werden, macht man den Schlüssel einfach ein bisschen größer. Das andere ist die Frage, welche Laufzeit ist eigentlich für uns einfach? Das hängt auch wieder sehr stark von der Anwendung ab. Sowas wie O von n hoch 3 ist zum Beispiel für einen Sortieralgorithmus katastrophal schlecht. Aber wenn es darum geht, einen kleinen Key
einmal zu generieren, ist das etwas, was relativ problemlos ist. Da man sich da nicht auf was Spezielles festlegen will, geht man im Allgemeinen davon aus, dass sämtliche Probleme, die irgendeine polynomielle Laufzeit haben, also irgendwas n hoch irgendeine Konstante c als asymptotische Laufzeit haben, einfach sind. Das hat zusätzlich die schöne Eigenschaft, dass ich diese Programme beliebig zusammenschmeißen kann. Also ich kann sie hintereinander hängen, dann addieren sich die Laufzeiten. Ich kann das eine Mal das andere ausführen oder in jedem Schritt das andere ausführen, dann multiplizieren sich. Oder ich kann das eine als Unterroutine irgendwo im anderen aufrufen. Dann hat man das eine Polynom vom anderen Polynom, von der Eingabelänge, und das bleiben immer Polynome. Das heißt, wenn wir einfache Probleme kombinieren, bleiben wir immer bei einfachen Problemen. Genau, jetzt komme ich zur Definition, genau wie man diese Komplexitätsklasse P von P versus NP definiert. Das Ganze wird jetzt kurz etwas formeller, aber ich hoffe nicht zu mathematisch. In Komplexitätsklassen guckt man sich Wörter an, die letztendlich einfach Bitstrings sind. Also irgendwie 0, 1, einer beliebigen Länge. Und jetzt sagt man, eine Sprache ist gerade eine Untermenge dieser Wörter. Und dabei soll diese Sprache dann irgendwie unser Problem beschreiben. Und wir sagen jetzt, eine Sprache ist in der Komplexitätsklasse P, wenn es irgendeine polynomielle Laufzeit gibt und für jedes Wort x, es einen Algorithmus gibt, der maximal in dieser polynomiellen Laufzeit läuft und in dieser entscheiden kann, ob dieses Wort in L enthalten ist oder nicht. Ein Beispiel wäre sowas wie die Frage, ist x eine Primzahl? Also das Problem, zu entscheiden, ob etwas eine Primzahl ist oder nicht, ist in polynomieller Zeit machbar, ist also ein einfaches Problem. Und in dem Fall wäre dann x einfach der Bitstring. Also man würde einfach sich angucken, was ist dieser Bitstring und dann überprüfen, ist das Ganze eine Primzahl. Das ist jetzt hier bei Primzahlen relativ einfach. Manchmal ist es etwas komplizierter, das Problem in eine solche Sprache umzuwandeln, aber es geht meistens. Eine häufige Technik, zum Beispiel wenn man ein Problem hat, wo man ein längeres Ergebnis haben will als nur eine Ja- oder Nein-Frage, kann man dann umschreiben, indem man sich eine Präfixsprache baut, wo man sagt, fängt das Ergebnis des Problems mit folgendem String an. Und dann kann man einfach mehrere Iterationen brauchen. Das Ganze ist wieder eine polynomielle Laufzeit, weil man nur polynomiell oft das Ganze machen muss. Und dann hat man das Problem in eine Sprache umgewandelt. So, und jetzt ist die Frage, wie definieren wir schwierige Probleme? Oder wir brauchen auch irgendwie schwierige Probleme, weil sonst wäre Kryptographie etwas sinnlos, wenn jeder das Problem in einfacher Laufzeit lösen kann. Die erste Idee wäre, wir gucken uns einfach das entsprechende Äquivalent zu exponentieller Laufzeit an, exp. Das hilft aber nicht so wirklich weiter, da dann das Problem für jeden schwierig ist. Wir wollen ja, dass das Problem für den Angreifer schwierig ist, aber für den normalen Benutzer soll es einfach sein. Ansonsten bräuchte irgendwie jeder zu Hause einen PC, der Krypto knacken kann. Und da kommen wir zur Klasse NP. Die ist etwas merkwürdig definiert. Das Ganze ist nämlich die Non-Deterministic Polynomial Time. Und das verwendet das Gedankenexperiment einer nicht-deterministischen Turing-Maschine, wobei Turing-Maschine nur das Berechnungsmodell ist und nicht wirklich wichtig ist, die etwas anders funktioniert als die Programme, die wir so kennen. Also da in dem Bild, das linke ist ein Programm, wie wir es kennen. Das führt einfach etwas weitgehend linear aus. Und manchmal muss es jetzt sich entscheiden, für ob es jetzt einen bestimmten Weg geht oder einen anderen, aber es gibt immer einen bestimmten Weg. Während eine nicht-deterministische Turing-Maschine an jeder Entscheidung beide Wege gleichzeitig wählen kann. Es ist also wie ein
komplett parallelisiertes Programm, was beliebig viele Kerne hat und dann jede Entscheidung, wo es sich entscheiden müsste, gehe ich jetzt in die eine Richtung oder gehe ich in die andere, setze ich das Bit auf 0 oder 1, führt es einfach alle gleichzeitig aus. Und es beendet sich, sobald es zu einer sinnvollen Antwort gekommen ist. Also zum Beispiel da oben würde das Programm nach 3 Schritten potenziell schon zu Ende sein, weil es einen Weg zu Accept gefunden hat. Wenn wir ein normales Programm hätten und das sich nicht im ersten Schritt für links entscheiden würde, könnte es sein, dass das ewig zum Rechnen braucht, da es diesen kurzen Weg einfach übersehen hat. Und damit können wir jetzt genau das modellieren, was wir haben wollen. Denn der Vorteil, den der Anwender gegenüber dem Angreifer hat, ist, dass der Anwender zusätzliche Informationen hat. Und diese zusätzlichen Informationen können wir jetzt in den Weg, den dann unsere normale Turing-Maschine, also eine nicht-deterministische Turing-Maschine, wählen soll, einfügen. Also wir können diesem Algorithmus dann sagen, geh im ersten Schritt links, dann kannst du es ganz schnell lösen und ein Angreifer hat diese Information nicht und kann dementsprechend es nicht so schnell lösen. In der Realität arbeitet man übrigens genau mit dieser Zusatzinformation, weil diese Definition über nicht-deterministische Turing-Maschinen nicht wirklich praktikabel ist. Und genau, die Sprache NP ist jetzt genau die Sprache der Probleme, für die es eine solche nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die in polynomieller Laufzeit läuft. Das heißt, wir haben genau den Fall, wo der Benutzer, dadurch, dass er die Zusatzinformationen hat, genau den kurzen Weg wählen kann, der dann in polynomieller Zeit läuft. Aber ein Angreifer kann diesen Weg nicht unbedingt wählen, weil er ihn nicht kennt und braucht dadurch deutlich mehr Zeit. Ein Beispiel wäre dafür Sudoku. Eine nicht-deterministische Turing-Maschine kann das Problem relativ einfach lösen, indem es Feld für Feld durch das Sudoku durchgeht und an jedem Feld sämtliche Werte, die gerade möglich sind, parallel auswirft. Und dadurch geht das durch alle Felder durch und wird am Ende, falls das Sudoku lösbar ist, mindestens eine Lösung finden, weil irgendeiner der verschiedenen Lösungswege zu einer Lösung führen wird. Und hier wäre jetzt die Zusatzinformation, die man braucht, um das Ganze durchzuführen, beispielsweise einfach die Belegung des Sudokus. Und das ist auch eine wichtige Untermenge der NP-Probleme, nämlich die Probleme, bei denen man einfach verifizieren kann, dass eine Lösung richtig ist, also wo die Lösung einfach die Zusatzinformation ist. Und die Probleme, die wir bisher angeguckt haben, sehen ungefähr so aus. Das heißt, wir haben dann unsere Probleme P, und wir haben eine potenziell größere Menge NP. Das heißt, wir können auch nicht einfach irgendein Problem aus NP nehmen, sondern wir suchen irgendein Problem aus NP, welches nicht in P enthalten ist. Ansonsten wären wir wieder bei den einfachen Problemen und der Angreifer hätte kein Problem, das Ganze zu lösen. Insofern ist jetzt die entscheidende Frage, gibt es irgendein Problem, welches in NP enthalten ist, aber nicht in P? Und das Ganze ist eins der Millennium-Probleme, eins der von, ich weiß nicht genau wie viele Problemen, die um 2000 definiert wurden, die als wichtigste Probleme aktuell in der Mathematik gelten und die mit 1 Million Dollar versehen sind, wenn man das Problem löst. Und bisher hat zumindest dieses Problem noch niemand gelöst. Es gibt diverse Beweisversuche. Da oben habe ich eine Webseite angegeben, die die ganzen sammelt. Die Versuche sind natürlich immer der Meinung, dass sie jetzt das eine oder das andere bewiesen hat. Das ist auch relativ gemischt. Aber es gibt keinen Beweis, der bisher als gut oder richtig akzeptiert wurde. Was es immer wieder gibt, sind Beweise, bei denen gezeigt wird, dass man es mit einer bestimmten Technik nicht lösen kann. Aber das hilft auch nicht weiter und es ist tatsächlich auch unklar, ob man überhaupt das beweisen kann. Also ein Beweis für P gleich NP wäre relativ einfach.
da wir eine Menge von Problemen haben, bei denen wir wissen, dass es die schwersten Probleme in NP sind. Das heißt, wenn diese Probleme in polynomieller Laufzeit lösbar sind, wissen wir direkt, dass es kein Problem gibt in NP, was nicht gleichzeitig auch in P enthalten sind. Beispiele für die Probleme sind Traveling Salesman, Satisfiability, also überprüfen, ob für eine Menge von Variablen, die mit und oder verbunden sind, es eine Lösung gibt, wie die gesamte Aussage dann zu wahr ausgewertet wird. Ja. Aber der Fall P ungleich NP ist nicht klar, ob es dafür überhaupt einen Beweis geben kann. So. Habt ihr schon Fragen dazu zu den Definitionen bisher? Okay, dann gehe ich mal zu den beiden Fragen, was wäre wenn? Die erste Frage ist, was wäre, wenn P gleich NP ist? Und potenziell etwas unerwartet für Kryptografen ist, dass die meisten Bereiche aus der Mathematik, aus der Wirtschaft sich freuen würden, wenn da, wenn P gleich NP gilt. Diverse Probleme, die wir im Moment haben, sei es von Optimierungsalgorithmen, von dem Bauen von Farbläden zur Entwicklung neuer Medikamente, Entwicklung neuer Baumaterialien, plötzlich zu einfachen Problemen werden würden. Insofern kann sein, dass wir dann auf einem Weg zu irgendeiner Utopie sind, wo wir überhaupt keine Kryptografie mehr brauchen. Aber das ist nicht unbedingt gegeben. In der Kryptografie sieht das Ganze natürlich etwas deprimierender aus. Wir wissen dann plötzlich, dass wir für jedes Verfahren irgendeinen effizienten Angreifer haben. Das heißt nicht unbedingt direkt, dass wir den Angreifer kennen. Es kann gut sein, dass wir einen Beweis für P gleich NP haben, der nicht direkt auch einen Algorithmus ausgibt. Aber sobald wir einen Algorithmus für diese NP-vollständigen Probleme haben, wie Traveling Salesman und so weiter, haben wir direkt sämtliche Probleme dort gelöst. Und es würde auf einmal alles kaputt gehen. Und wir wissen dauerhaft, es kann jederzeit alles kaputt gehen. Das Ganze wäre also nicht wirklich eine zufriedenstellende Situation. Was natürlich immer noch funktionieren würde, ist die informationstheoretische Kryptographie. Aber wie schon erwähnt, so wirklich viel kann man mit der nicht anfangen. Es gibt das One-Time-Pad, aber da hat man zum Beispiel das Problem, dass grundsätzlich bei informationstheoretischer Verschlüsselung der Schlüssel immer mindestens genauso lang sein muss wie der Ciphertext. Und wir haben schon jetzt in der Kryptographie riesige Probleme, Schlüssel überhaupt auszutauschen. Das funktioniert schon regelmäßig für die kurzen Schlüssel, die wir aktuell verwenden, nicht wirklich zufriedenstellend. Und das Ganze für so große Schlüssel dann zu machen, ist nicht wirklich praktikabel. Es gibt einen Ausweg, wir ändern einfach unsere Definition. Wir haben uns ja vorhin definiert, was für uns schwierig und was für uns einfach ist. Und es hindert uns erstmal niemand daran, zu sagen, okay, vielleicht, wenn wir daran was ändern, kriegen wir noch Kryptografie hin. Ein Beispiel wäre zu sagen, okay, Moment, gehen wir davon aus, dass sämtliche Probleme, die irgendwie in polynomieller Laufzeit zu lösen sind, einfach sind. Aber es gibt immer noch einen Riesenunterschied zwischen zum Beispiel quadratischer Laufzeit und jetzt eine Laufzeit, die in O von n hoch 25 liegt. Es gibt Ansätze, Beweiskryptographie mit exakteren Laufzeitgrenzen zu bauen. Das Ganze läuft dann unter Fine-Grained Cryptography. Und es gab auch ganz am Anfang, in den Zeiten, als Key Exchange entwickelt wurde, gab es bereits Verfahren, die zum Beispiel nur einen quadratischen Vorteil vom normalen Nutzer gegenüber dem Angreifer hatte. Das heißt, irgendwie der Nutzer musste zum Beispiel Operationen in O von n Quadrat ausführen, während der Angreifer dann O von n hoch 4 benutzen musste. Das führt dann aber dazu, dass unsere Schlüssellängen explodieren. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Schlüssellänge von 2 hoch 40, das wäre dann
einen Schlüssel von 1 Terabyte. Dann haben wir ein Sicherheitslevel von 2 hoch 80, was ausreichen sollte, was aber schon deutlich weniger Abstand zu brechbaren Angriffen hat als zum Beispiel ein AES, wo das Sicherheitslevel bei 2 hoch 128 liegt. Das heißt, ja, potenziell ist noch was möglich, aber es ist nicht der Fall, bei dem man will, dass er eintritt. Dann die andere Richtung. Was wäre, wenn P ungleich NP ist? Haben wir dann direkt beweisbar sichere Kryptographie? Die Antwort ist leider nein. Dazu muss ich noch mal ein bisschen in Richtung der Definitionen gehen und One-Way-Funktionen definieren. One-Way-Funktionen sind Funktionen, die einfach zu berechnen sind, aber schwierig zu invertieren sind. Also ich kann für ein beliebiges x f von x berechnen, aber wenn ich dann dieses f von x bekomme, kann ich kein x zurückberechnen, auch kein anderes potenzielles Preimage. Formell ist das dann so definiert, dass es keinen Angreifer geben sollte, der für ein zufälliges f von x, wobei das x zufällig gewählt wird, ein x' berechnen kann, sodass f von x' gleich y ist. Wir brauchen das Ganze mit x', weil es könnte sein, dass f nicht injektiv ist. Das heißt, wir müssen nur irgendein x finden, was auf y abbildet, nicht genau das x, was wir uns gewählt hatten. Und ich präsentiere One-Way-Funktionen, weil sie Voraussetzung für fast jedes kryptografische Verfahren sind. Also aus fast jedem kryptografischen Verfahren kann man wieder eine One-Way-Funktion bauen. Das heißt, wenn es One-Way-Funktionen gibt, dann existiert quasi keine Kryptographie. Dementsprechend ist die entscheidende Frage, kann ich aus irgendwelchen komplexitätstheoretischen Eigenschaften beweisen, dass ich One-Way-Funktionen habe? Also beispielsweise, kann ich beweisen, aus P ungleich NP, dass One-Way-Funktionen existieren? Und ja, die Antwort darauf ist, wir wissen es nicht so wirklich. Es gibt da ein Resultat von, oder ein Paper von Russell Impagliasso aus 1995, wo er 5 verschiedene Welten beschrieben hat. Das Ganze sind mögliche imaginäre Welten, in denen verschiedene Bedingungen gelten. Und die Idee ist, letztendlich in einer von denen leben wir. Wir haben noch keine Ahnung, in welcher. Das Ganze hat er an einer Art Spiel formuliert. Ihr habt potenziell schon mal von der Geschichte gehört, dass Gauss als kleiner Junge in der Schule die Aufgabe gestellt wurde, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Und Gauss war innerhalb von kürzester Zeit fertig, weil er einen Trick angewendet hat, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Auf jeden Fall hat sich das dann in der Realität so weiterentwickelt, dass dieser Lehrer versucht hat, Gauss irgendwelche Probleme zu geben, die er nicht lösen kann. In der Realität ist er gescheitert. Hier gehen wir jetzt davon aus, dass dieser Lehrer zusätzlich die Informationen hat, die ein aktueller Komplexitätswissenschaftler hat und dass er weiß, in welcher Welt er lebt. Und die erste Welt haben wir letztendlich schon betrachtet. Das ist einfach die Welt, wo P gleich NP gilt. Das heißt, jedes Problem, was ich irgendwie verifizieren kann, und das ist für dieses Spiel natürlich wichtig, weil wenn der Lehrer Gauss ein Problem gibt und er nicht überprüfen kann, ob die Lösung überhaupt richtig ist, kann Gauss irgendwas sagen. Und in dieser Welt ist jedes Problem, welches sich einfach verifizieren lässt, auch einfach zu lösen. Dementsprechend kann dieser Lehrer, Professor Kruse, nicht gewinnen und dementsprechend kann auch jede One-Way-Funktion invertiert werden. Die nächste Welt, die erste Welt, wo P ungleich NP gilt, ist Heuristika. In dieser Welt
gibt es Sprachen, die in NP sind, aber nicht in P. Aber das Ganze gilt immer nur für den Worst Case. Das heißt, im Average Case ist das Problem immer einfach zu lösen. Es könnte beispielsweise eine Sprache sein, wo es immer nur für jede Länge N genau ein Wort gibt, was schwierig zu entscheiden ist, und alle anderen Wörter sind einfach zu entscheiden. Das reicht dafür, dass dieses Problem nicht mehr in der Klasse P liegt. Aber da es zusätzlich auch noch sein kann, dass es schwierig ist, dieses Wort überhaupt zu finden, bedeutet das dann, dass es uns für Kryptographie nicht wirklich weiterhilft. Weil wir sind angewiesen darauf, schwierige Probleme generieren zu können. Ansonsten können wir keine Keys generieren, die uns dann irgendein Verschlüsselungsverfahren geben. Insofern, in so einer Welt kann es sein, alleine diese schwierige Instanz zu lösen, ist bereits ein schwieriges Problem. Und dementsprechend hilft es weder für Bonneuil-Funktionen, noch hilft es für das Spiel zwischen Gauss und Professor Kruse, da jetzt Professor Kruse potenziell genauso lang braucht, um ein Problem zu generieren, wie Gauss braucht, um es zu lösen. Das nächste Land ist letztendlich die unschönste Welt. Das ist Pessiland. Hier gibt es Probleme, die auch im Average Case schwierig sind. Wir haben aber keine One-Way-Funktion. Das führt dazu, dass wir zwar schwierige Probleme finden können, aber wir können keine gelösten schwierigen Probleme finden. Das heißt, wenn wir ein schwieriges Problem finden, ist das für uns genauso schwierig wie für den Angreifer. Also für den normalen Benutzer ist es genauso schwierig wie für den Angreifer. Damit kann zwar Professor Kruse Probleme erzeugen, die auch für Gauss schwierig sind, aber er kann selbst keine Lösung zeigen. Also Gauss könnte sich hinstellen und sagen, es gibt keine Lösung, und Professor Kruse könnte nicht sagen, doch, hier ist die Lösung. Dementsprechend, ja, ist das letztendlich die schlechteste Welt von allen, da die Vorteile von P gleich NP aus Wirtschaft, Medizin, sonst was, alle wegfallen, weil es gibt ja immer noch schwierige Probleme, aber wir können trotzdem keine Kryptographie bauen. Die letzten beiden Welten von Impagliasso sind die Welten, in denen Kryptographie existieren. Das erste ist Minikrypt. Da ist einfach die Annahme, es existieren One-Way-Funktionen. Und One-Way-Funktionen reichen bereits aus, um diverse kryptografische Primitive wie symmetrische Verschlüsselung oder sogar Signaturen zu bauen. Aber beispielsweise keine asymmetrische bzw. Public-Key-Verschlüsselung. Hier kann jetzt Professor Kruse endlich gewinnen. Er kann sich einfach ein zufälliges X wählen und dann eine One-Way-Funktion darauf anwenden und Gauss die Aufgabe stellen, diese One-Way-Funktion zu invertieren. Und das kann Gauss nicht gewinnen. Als letzte Welt, nur nochmal der Vollständigkeit halber, gibt es dann noch Cryptomania. Das ist einfach die Welt, wo quasi alle kryptografischen Primitive, die wir so heute kennen, funktionieren. Also zusätzlich zu One-Way-Funktionen auch Public-Key-Kryptographie. Das ist so die Welt, in der wir erstmal ausgehen, dass wir leben, weil wir gehen davon aus, dass RSA schwierig ist oder selbst wenn Quantencomputer existieren, auch irgendwelche asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren existieren. Das heißt, zusammenfassend, es gibt diverse Hürden, die wir noch überwinden müssen, um aus P ungleich NP dann tatsächlich zeigen zu können, dass wir One-Way-Funktionen haben oder dass Kryptographie überhaupt existiert. Das Ganze könnte sein, dass es irgendwann jemand beweist. Aktuelle Resultate deuten aber eher auf das Gegenteil hin, dass es nicht möglich ist, nur aus der Annahme P ungleich NP zu beweisen, dass Kryptographie existiert. Ja, Fazit ist, wäre P gleich NP, haben wir große Probleme.
Hätten wir P ungleich NP, hilft uns das auch nicht so viel weiter. Das heißt, es bleibt dabei, dass die Kryptographie letztendlich eine Wissenschaft mit viel Unwissen ist und immer davon ausgehen muss, dass diverse Eigenschaften existieren. Positiv ist vielleicht noch, dass nach einer aktuellen Umfrage 88 aller Forscher, die an der Umfrage teilgenommen haben und im Bereich der Informatik tätig sind, denken, dass P ungleich NP ist. Wenn man das Ganze zusätzlich noch einschränkt auf Experten, die im Bereich der Komplexitätstheorie arbeiten, sind es sogar 99%. Aber wirklich sicher kann man sich natürlich nie sein. Damit bin ich fertig. Und falls ihr Fragen habt. Niemand? Ich glaube, ich habe hier sogar ein Mikrofon. Du hast eben erwähnt, dass es. Du hast eben Quantencomputer erwähnt. Meine Frage wäre: Kann man etwas darüber aufsagen, wie Quantencomputer sich zu diesen Komplexitätsklassen verhalten? Können Quantencomputer zum Beispiel allgemein NP-Probleme in P lösen oder sowas? Also man geht davon aus, dass nicht. Also es ist natürlich wieder mit viel Unsicherheit, da wenn P gleich NP ist, können Quantencomputer natürlich alle Probleme in NP lösen. Aber man geht davon aus, dass das Ganze eine Klasse dazwischen ist. Also wenn man sich das anguckt, gibt es dann noch zusätzlich einen Kreis um P, der aber immer noch in NP enthalten ist. Also, ja. Wie müssten wir Kryptographie decken, wenn wir, sag mal, einen Gödel'schen Unvollständigkeitsbeweis für gerade dieses Problem finden würden, wenn wirklich ein Beweis aufkommt, dass es unentscheidbar ist, ob P gleich NP oder P ungleich NP? Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob nicht ein Beweis dieser Art schon ein Beweis dafür wäre, dass P ungleich NP ist. Da, wie erwähnt, ein Beweis für P gleich NP eigentlich immer möglich sein sollte, da das Ganze ja mit Beispiel funktionieren sollte. Also ich meine, wenn P gleich NP ist, dann muss es für jeden NP-vollständigen Algorithmus ja irgendeinen Algorithmus geben, der in polynomieller Laufzeit läuft, also einfach ist. Und wenn wir zufällig auf den stoßen, haben wir ja bewiesen, dass P gleich NP ist. Dadurch kann es eigentlich nur sein, dass das Ganze nicht entscheidend oder nicht beweisbar ist, wenn P ungleich NP ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die Frage natürlich ist, ob ein Beweis möglich ist, zu zeigen, dass das Ganze nicht beweisbar ist. Danke. Ich stelle zwar eine Anfängerfrage. Also heißt das, wir glauben im Moment eigentlich nur, dass Kryptographie sicher ist? Ja. Es könnte jederzeit irgendjemand herkommen und sämtliche kryptografische Probleme lösen. Bis auf die informationstheoretischen. Da wissen wir, dass sie sicher sind. Gibt es eigentlich schon irgendwelche Hinweise, in welcher von den Realitäten wir leben? Sind wir wirklich in Kryptomania oder gibt es da überhaupt auch genauso wenig Anhaltspunkte für wie für B gleich NP? Also wir können keine der Welten ausschließen. Alles andere ist wieder wie bei den Umfragen mit ob P gleich NP ist. Letztendlich nur Spekulation. Sonst noch irgendwelche Fragen?
Ah, es gibt sogar mehrere Picos. Hi. Angenommen, wir sind in der Welt, in der One-Way-Functions existieren, bedeutet das in dieser Welt dann automatisch, dass, also wann One-Way-Functions existieren, sind wir dann bei P ungleich NP? Ja, wenn One-Way-Funktionen existieren, muss P ungleich NP sein. Okay, in die Richtung schon. Sonst noch irgendwelche Fragen? Dann nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen.